Meine Damen und Herren, liebe Kickbox-Freunde, und willkommen jetzt zum ersten Weltmeisterschaftskampf des heutigen Abends. Der WKU-Weltmeisterschaft im Mittelgewicht Kickboxen K1. Und ich rufe in den Ring den Kämpfer aus Bulgarien. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, Marjan Ciluciano Asenov. Und nun kommen wir zu seinem Gegner. Das erste Mal heute Abend im Ring für das Kampfsportzentrum Steko nach einem Jahr des Leidens. Und es geht um die Weltmeisterschaft WKU. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Ring heute Abend aus München, Pascal Strutsch. Wir kommen zu den Offiziellen dieses ersten Weltmeisterschaftskampfes am heutigen Abend. Supervisor dieses Kampfes, WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher. Die Punktrichter aus dem Libanon, Abdul Rahman El Rayes. Aus der Schweiz, Skender Scheinai. Und aus England, Richard Todd. Der Mann im Ring aus Österreich, Harald Foladori. Und nun der Kämpfer in der roten Ecke. Er ist 31 Jahre alt, 72 Kilogramm schwer, 1,85 Meter groß. Seine Kampfbilanz, 22 Kämpfe, 19 Siege, ein Unentschieden bei 6 Knockouts. Sein Erfolge ist FIDAM-Europameister, tritt an für das Team Asenov in seiner Ecke. Seine Trainer Christian Bruhilka und Juan Miguel Martinez. Meine Damen und Herren aus Bulgarien, herzlich willkommen heute Abend hier im Ring. Marjan El Cirujano Asenov. Sein Gegner in der blauen Ecke ist 26 Jahre alt, 72 Kilogramm schwer, 1,85 Meter groß. Seine Kampfbilanz, 62 Kämpfe, 47 Siege, 2 Unentschieden bei 25 Knockouts. Er ist amtierender WKU-Weltmeister, Kings Cup-Sieger, K1 Grand Prix-Sieger 2017, 2018. Tritt an, heute Abend zum ersten Mal für das Kampfsportzentrum Steko in seiner Ecke. Ex-Weltmeister Pavlica und Laden Steko, Zvonko Josipovic und Cutman, Tilo Kuttler. Herzlich willkommen aus München, Pascal Strutsch. Der Kampf ist angesetzt auf 5 Runden, die Kämpfer zur Mitte. The fighters to the center. Gentlemen, we fight 5 rounds, 3 minutes, okay? Fair fight. No spinning back fist. If I said stop, it's stop. No fight. If I said break, step again, and fight. Okay? Are you ready? Keep clean, shake hands. Good luck. Seconds out! Meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, die Kämpfer sind bereit. So, let the fight begin! Es ist eine der unglaublichsten Geschichten im Kickboxen schlechthin. Pascal Strutsch feiert heute nach einem Jahr sein Comeback, nach einem glatten Genickbruch. Wir haben es richtig gehört, nach einem Genickbruch. Dabei verteidigt er seinen WKU-WM-Gürtel im Mittelgewicht bis 83 Kilogramm gegen den auf Mallorca lebenden Bulgaren Marjan Asenov. Strutsch mit den blauen Handschuhen. Für ihn kommt es natürlich darauf an, sich wieder einzufinden in die Bewegungsabläufe, die er blind beherrscht hat. Ein Jahr des Leidens, in dem er gehört. Ein Jahr, in dem man nicht wusste, ob er jemals wieder in den Ring steigen kann. Er ging ins Kloster, um sich selbst wieder zu finden. Und er ist zurück. Der WKU-Weltmeister. Und er hat sich vieles vorgenommen. 62 Kämpfe hat er bestritten, 47 Siege, 25 Mal vorzeitig gewonnen. Marjan Asenov, 22 Kämpfe, 19 Siege, 6 vorzeitige. Also kein kämpferisches Leichtgewicht, der Bulgare. Den er da
vor den Fäusten an. Das ist ganz schön, denn man muss die linke stoppen. Aber so kennt man ihn. Er versucht, den Gegner immer zu beschäftigen. Und er muss aus der Ecke raus. Sonst wird es gefährlich für ihn. Schrot mit dem Knie. Und immer wieder Kombination. Zur Oberschenkel, zweimal. Und jetzt hat er sich dann so einigermaßen befreit, der Marian Asenov. Ja, guter Start hier von Pascal Schrot. Immer wieder die Aktion mit dem Knie. Immer wieder wird er da hinten weggestoßen von Asenov. No speed. Okay. Ja, aber der Mann von Harald Fuladori aus Österreich. Wurde mit 300 Euro in der Tasche nach Thailand aufgebrochen, um der Beste der Welt zu werden. Und das hat er auch geschafft. Das ist ganz gut. Ja, gute Rechte durchgekommen. Der Zug kommt von Asenov. Er macht immer wieder den Fehler, dass sich da in die Ringecke stellt und Schrot Schalten walten lässt. Er macht das gut. Knie kann er zwar wieder ablocken, aber da schlägt es gut von oben ein. Deckung stimmt bei Pascal Schrot. Und die Rechte lässt er immer seine Linke an, der Asenov. Vollkommen unmotiviert. Ja, den Kick, den hat er gut abgefangen. Also, klasse erste Runde von Pascal Schrot. Ja, das war beim Kampf bei Glory, bei dem berühmten Bockstall. Da feierte er den sensationellen Sieg über den Chinesen King Hao Meng und das Ganze auch noch in dessen Heimat in Guangzhou. Meng forderte Revanche, bekam sie auch und nach 10 Sekunden, da schleuderte er mit einer super unsportlichen Attacke Schrot mit dem Kopf auf die Matte und ja, die Latte gelingt. Ladensteko kann zufrieden sein hier mit der ersten Runde. Seconds out! Sie haben es gesehen, die Fans, the comeback. Und das ist ihm bislang gut gelungen. Judge, fight! Beide Flair Jungs. Der Marian Asenov, der kämpft mir hier zu offen, ehrlich gesagt. Mallorca. Und hier gab es ja Pro-Hilker. Guter Haken, guter Kick. Marian Asenov verliert am Ringboden und wird ausgezählt. 3, kommt er noch mal hoch. 4, 5. 6, 7, 8, hands up, halt! Gibt den Kampf noch mal frei, hat er sich noch mal aufgerappelt. So, jetzt greift er selber an. Break! Also, ganz anders aus, ob er liegen bleibt, aber noch mal tief Luft geholt und durch den Kampf gestellt. Ich packe da wieder und Schrot greift an, Körper an. Geht vorbei, das Knie kommt geflogen. Nochmal das Knie. Und oben auf den Kick zum Oberschenkel. Da steht er hilflos in einer Ecke. Stop. Halt er. Machbar. One. Stell die nochmal. Two. Den three. Also noch. Four. Five. Six. Klasse Kampf hier von Pascal Schrot. Eight. Out. Ja, Kampf ist aus. Kampf out. Ist aus. Out!
Fomadori hat sich das Ganze nochmal von der Nähe angeschaut. Er hat sich abgedreht, der Marian Asunov. Und klasse, ich kann es nur nochmal wiederholen, wie der Pascal Schroth hier zu der gegangen ist. He is back, er ist wieder da. Nach dieser wahnsinnigen Leidenszeit, nach diesem Auf und Ab der Gefühle. Und hier seine Fans, sie können sich freuen. Die haben hier einen tollen Kampf geboten bekommen. Noch einmal hier die entscheidenden Szenen. Da war der Kick zum Kopf, da wurde er durchgeschüttelt vom kleinen Zehen bis zum Ohrläppchen. Da kam er noch mal hoch und dann hat der Schroth den Sack zugemacht. Hat ihn da nicht mehr entkommen lassen und hat seinen WKU-Gürtel verteidigt. Klaus Niedermacher, der Weltpräsident, steht ready? Schon im Ring, um den Gürtel eben wieder hochzuschneiden. Ja, da können wir uns bei den künftigen Fight-Nights auf einige klasse Kämpfe freuen. Ja, nochmal Glückwünsche vom Ladensteko. War sich ja nicht sicher, wie kommt er zurück? Hat er das alles gut verkraftet? Er hat das alles gut verkraftet. Wahnsinnskerl. Fighters! Die Serie. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch Knockout in der zweiten Runde nach 1:38 Weltmeister Mittelgewicht Kickboxen K1 aus München, Pascal Schroth! Schweiß raus! Super gemacht! Von ihm können wir noch einiges erwarten. Der Gürtel wird überreicht vom WKU-Weltpräsident Klaus Nonnemacher. Jetzt nach links, ja, da auch, nach links auch. Eine Disqualifikation, ein K.O. Gratuliere. Pascal, Gratulation. Das Motto hieß das Comeback. Für diejenigen, die es hier nicht wissen, vor einem Jahr circa hast du dir das Genick gebrochen und stehst heute hier und bist Weltmeister mit einem überragenden Kampf. Erzähl uns ein bisschen was über dein Innenleben, über deine Gefühlswelt. Meine Gefühle gehen auf und ab. Ich bin unheimlich dankbar, heute hier zu sein, um mein Comeback auf deutschem Boden zu geben fürs Team Steko. Ich bin so dankbar, dem Bladen und dem Parflixer, dass ich hier kämpfen darf. Und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen mit meiner Geschichte heute inspirieren konnte und den zeigen kann, dass man an seinen Träumen nicht aufgeben muss. Gratulation. Alles weitere wäre jetzt zu viel. Gratulation. Wirklich ein absolutes Vorbild. Und toll. Wir freuen uns auf die nächsten Kämpfe. Gratulation, Pascal. Thank you.